Boah, ist plötzlich so hell. Ja, ich komme aus dem Kino. 1944. An den Landungsstränden. Bahama Beach. Utah Beach. Point du Hook. Port Embassy. Monumente. Wir erinnern an die schrecklichen Ereignisse unserer Helden der Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus der Normandie. Ihr seht, bin ich in Bewegung und auf dem Weg zum Landungsstrand Utah Beach. Ja, ich fahre da mit gemischten Gefühlen hin, mit einem guten, mit einem nicht guten. Mulmiges Gefühl ist in mir, weil da ja wirklich ganz krasse Sachen passiert sind. Zunächst einmal möchte ich das Ziel in die See nehmen und das ist das Museum dort. Mal eben schauen. Dieses hier, die D-Day Experience, und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir haben jetzt zu fahren genau 52 Kilometer, das sind etwa 40 Minuten von Nano aus. In Nano ist bei uns das Ferienhaus und von dort aus bin ich jetzt gestartet auf Weg dorthin. So, da sind wir da. D-Day Museum Experience, D-Day Experience. Hier, boah, hier rechts schon ein richtiger verrosteter Panzer. Ich muss jetzt erstmal noch einen Parkplatz gucken. Ich schätze mal hier oben rechts hoch. Ja, ist rappelvoll. Bin nicht der Einzige hier. So, wir haben Parkplatz gefunden und dann würde ich sagen, geht's direkt rein. Da wollen wir gar nicht lange quasseln. Rein und angucken. Ich bin gespannt, wie es wird. Bin ein bisschen aufgeregt. Es soll irgendwie 3D-Film geben. Aber Film ist das nicht, ne? Das geht nicht. Ja, ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft für das Cinema plus Flugsimulator. Und das ganze Museum für 19 Euro. Ich denke, da kann man nicht meckern. Ja, ich will mal sehen, ob ich mich überhaupt beim Flugsimulator schlagen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das überhaupt traue. Ich darf hier nicht filmen, das ist ein Problem. Hier steht, dass man nicht gefilmt werden darf oder sie haben Videokameras installiert. Müssen wir gucken. Alles, was ihr seht, sind originale Gegenstände. T-Shirt. So,
Shoppen war er auch. Und jetzt geht's ins Cinema, Leute. Ich bin gespannt. Boah, ist das plötzlich so hell. Ja, ich komme aus dem Kino. Sehr informativ, kann man machen. Es wird da nochmal dargestellt, wie die Landung stattgefunden hat von den Amerikanern, Engländern und Kanadiern. Und wie sich das dann über das ganze Land erstreckt hat. Jetzt will ich mal kurz ins Museum und dann aber ganz fix zum Utah Beach. Reingehen im Anschluss, aber habt ihr ja gesehen in den Bildern. Trotzdem schön. So, dann machen wir uns auf zum Utah Beach. Gefahren. Geht aber eigentlich auch noch. Was man jetzt hier überall sieht, sind die Soldaten, die hier gefallen sind bei der Landung in der Normandie. Utah Beach. Schauen wir uns mal ein bisschen um und sind gespannt, was wir so vor der Linse bekommen. Burnout.
runter. Und immer wieder sehen wir die US-Flagge gepaart mit der französischen Nationalflagge. Ich bewege mich gerade übrigens auf einem Bunker. Was noch interessant ist, wir haben hier die ganzen Namen der Kriegsschiffe. Nevada und so weiter. Robson. Quincy. Wenn ich da richtig liege. Black Prince. Tuscaloosa. And more. Wollen wir mal gucken. Ach nee. Aber da sieht man mal, was für eine Stahltür dahinter steckt hier. So, dann gehen wir mal zum Strand. Für Beton verbaut worden. Ui, eine Kuhle. Da kommst du tatsächlich rein. Oh ja, das war schmal hier. Da hinter Schwen. Da ist er drin. Ja, wahrscheinlich NG raus. Oh. Nein, schon die Birne gestoßen. Dass ihr das nicht gesehen habt. So, dann gehen wir mal hier rein. Oi, da kann ich gar nicht rein. Das ist ja alles voller Wasser. Da komme ich ja gar nicht rein. Guck mal. Alles voller Wasser gelaufen. Oh ja, sieht man was?
Ich komme nicht rein. Ich habe keine Badeschuhe dabei. Keine Badehose. Nee. Eieiei, vielleicht kommt da jemand raus. Nee. Dann lass ich mich doch nicht lumpen. Hier noch einen gibt. Der ist eingezäunt. Ich glaube, dass das da unten auch voll Wasser ist. Ich meine, der ist ja auch nicht umsonst eingezäunt. Ah, das ist alles gestrüppt, da kommst du gar nicht rein. Da brauchst du gar nicht machen. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all.